Guten Tag und herzlich willkommen bei einem neuen Expertenvideo mit Piran, der Baronus und mir, Julia. Guck mal, du versteckst jetzt, versuchst zu verstecken, wie viel du davon schon gegessen hast, ne? Aber Piran, sobald diese Tüte Baronüsse auf dem Tisch war, hat angefangen zu snacken, weil die nämlich super lecker sind und weil wir der erste europäische Online-Shop sind, der sie tatsächlich online verkauft. Angaben ohne Gewähr übrigens. Und erzähl mal was davon. Ich habe davon noch nie was gehört. Der Geschmack erinnert mich aber ein bisschen an Erdnuss. Ja, so viel ist zu sagen. Es schmeckt so ein bisschen nach Erdnuss. Die Schale ist ein bisschen härter. Die Nuss an sich ist auch härter. Die sind geröstet, das sieht man, weil die so kleine, sozusagen dunklere Stellen haben. Schmeckt süßer. Ist relativ proteinreich. Ja, 25 Gramm auf 100 Gramm. Nicht schlecht. Ist nicht schlecht, ist sogar sehr, sehr gut. Also ich find das ziemlich cool. Also mir schmeckt es wirklich lecker. Vor allem die ein bisschen stärker geröstet sind. Finde ich geschmacklich einfach ziemlich gut. Die Baronuss kommt aus Brasilien und wird auch Baromandel genannt. Also die, ganz lustigerweise, ist ein so ein Ding in so einer relativ großen Mandel. Also Hector kann dann gleich nochmal ein Overlay machen und da quasi die Baromandel mal einblenden. Und ja, wir dachten uns, ganz spannend, wir sind ja irgendwie bekannt für unsere Nüsse. Warum haben wir keine Baronuss im Sortiment? Und haben das, glaube ich, über drei Ecken gehört und dachten, das müssen wir haben. Also hat unser Einkauf angefangen, mit Brasilien zu kommunizieren, mit Kleinbauern vor Ort. Und jetzt haben wir quasi Baronuss im Sortiment. Ja, richtig gut. Auch ganz interessant, dass es eigentlich ja keine Nuss ist, sondern ein Samen einer Frucht. Aber das ist ja sowieso irgendwie, finde ich das alles immer ziemlich kompliziert. Man nennt das Nuss, aber dann ist es keine Nuss, sondern es ist eine Frucht. Und eigentlich auch egal. Schmecken tut es nämlich trotzdem super als Snack. Ich weiß gar nicht, ob man die so schälen muss, wie Piran das macht. Aber viele schälen die auch nicht. Ne? Ja, ja, ja. Du schälst sie, glaube ich, gar nicht. Ich schäle die nicht, weil ich mag es gerne, Schale zu essen. Man sagt ja auch, in der Schale sind die besten Vitamine. Auch wieder Angaben ohne Gewähr. ja, aber wenn ihr keine Unordnung machen wollt, so wie bei Piran, dann könnt ihr die auch einfach so essen. Vom Fernseher, ihr könnt ja auch zerhäckseln, in dem Smoothie, Bananenbrot damit machen, Pflanzenmilch. Fällt dir noch was ein? Nee, fällt mir nicht ein. Hast du eigentlich einen Fernseher? Nee, ich habe keinen Fernseher. Ich auch nicht. Was machst du dann abends immer? Arbeiten. Krieg wieder auf 300 E-Mails von dir. Ja, so schaut's aus. Ist ja, halt dann mach mal ein Outro. Ja, das war's von uns, der Baronuss, von denen wahrscheinlich bald keine mehr übrig mehr sind, weil wir haben die alle gegessen. Jetzt hör auf, komm, wir haben noch ein paar Videos zu drehen. Okay. Tschüss!